Hallo Freunde, wie ihr im Titel und auch im Thumbnail schon gut sehen konntet, haben wir uns den billigsten VW T4 Multivan gekauft, den wir irgendwie finden konnten. Und bevor wir jetzt viel labern und euch sagen, was wir damit vorhaben, zeigen wir euch das gute Ding mal und rüber. Jetzt habt ihr unser neues Projekt ein wenig gesehen. Ja, wir haben uns einen neuen T4 Multivan gekauft und das soll das nächste YouTube-Projekt werden. Nino hat ja seit neuestem ein Schweißgerät und wir haben uns dann extra ein Auto gesucht, was nicht allzu teuer ist und wir noch was dran machen müssen. Hier ist jetzt natürlich sehr, sehr viel dran zu machen, aber ich glaube, Nino wird das schon hinbekommen. Ja. Ihr habt ein paar Roststellen gesehen untenrum, also es ist viel zu tun und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei seid und uns verfolgt. Den größten Teil wird natürlich Nino machen. Ich werde trotzdem meinen Teil dazu beitragen und werde ein bisschen versuchen, hier im Innenraum klar Schiff zu machen. Natürlich die Kamera ab und zu führen und das Werkzeug reichen. Genau so schaut's aus. Ganz wichtige Information vielleicht, der Bus hat kein TÜV, das heißt, das müssen wir alles hinbekommen. Natürlich wird es nicht nur bei Rostarbeiten bleiben, sondern es wird natürlich auch einiges anfallen, was untenrum vielleicht irgendwie, gerade so was das Fahrwerk angeht und so, weiß ich schon, dass da ein bisschen was auf mich zukommt. Aber auch das sind ja Sachen, die ich schon oft gemacht habe und da, wo ich wirklich schon ein bisschen Ahnung habe, was das angeht. Und ich weiß ungefähr, worauf ich mich einlasse. Ihr habt gesehen, es ist ein T4 Multivan, Julie hat es schon gesagt, Baujahr 1995, das heißt einer der frühen Baureihe, will ich es mal so nennen. Kurzer Vorderwagen, 2,4 Liter Diesel, sollte, glaube ich, 75 PS haben, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und ansonsten komplette Ausstattung, heißt elektrische Fensterheber, elektrische Spiegel, Back-to-Back-Sitze. Ihr habt es ja eigentlich alles gesehen. Dann haben wir dieses gigantische Schiebedach hier oben, was auch funktioniert momentan. Es ist auch dicht. Allerdings weiß ich natürlich, dass das eine Schwachstelle ist. Wir werden mal schauen, wie oft wir das wirklich auf und zu machen. Vielleicht bleibt es einfach so zu und dann haben wir auch erstmal zumindest keine Probleme. Was in der Zukunft natürlich kommt und vielleicht wagt man sich da auch mal ran, dass man das vielleicht mal so ein bisschen instand setzt und sich anschaut, das ganze Fenster. Aber wie gesagt, das werdet ihr in den folgenden Videos sehr detailliert und sehr ausführlich sehen. Ich freue mich auf das Projekt. Es ist wirklich für mich ein richtig cooles Projekt, weil ich wirklich mal wieder richtig anpacken kann und freue mich schon, euch das alles zu zeigen. Das Ganze hier, ganz wichtig, soll auch kein Camper werden, also wir schließen uns da nicht der Mehrheit auf YouTube an, die jetzt gerade alle gefühlten Camper ausbauen. Wir waren ja auch dabei. Allerdings wisst ihr ja, wir haben schon zwei Camper und das Ganze soll als Multivan dienen und mal gucken, was daraus nachher wird, ob wir ihn selber behalten, ob wir ihn verkaufen, vielleicht hat jemand von euch Interesse, aber das sehen wir dann auf jeden Fall im Folgenden in der Zukunft. Jetzt schreibt uns doch gerne unten in die Kommentare, habt ihr Bock auf das Projekt? Ich freue mich auf jeden Fall, euch dabei zu haben und abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr nichts verpassen wollt von dem Projekt. Es wird einiges darüber geben und ansonsten lasst gerne schon mal einen Daumen dafür nach oben, dass wir jetzt hier richtig Gas geben und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Videos wieder. Also, haut rein!